machen Sie ein Wochenende zum Erlebnis auf dem Artistenhof von Maike und Jörg Probst in Kummer bei Schmölln. Die Stars sind Pferde, Kühe, Schweine, Ziegen, Esel, ein Hahn, die Pavian-Familie und vieles mehr. Neu für Jung und Alt ist der Mini-Bauernhof im einstigen Kuhstall. Hier wird Spielen zum Abenteuer. Eine neue Attraktion ist der 2008 fertiggestellte Heuboden. Über dem Hofcafé kann man nun urig im Heu kurz schlummern oder sogar übernachten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Für den Anbau von Mais eignet sich der warme Lößboden des Altenburger Landes sehr gut. Zwei Drittel des Gesamtanbaus von Thüringen sind hier zu finden. Das sind 2500 Hektar mit Silomais und 2100 Hektar mit Körnermais. Erstmals trat in diesem Jahr der Maiszünsler, ein sehr raffinierter Schädling, in den Beständen unserer Region auf. Zwar liegt der Befall noch unter 1%, doch in Süddeutschland und im Oderbruch ist er schon weit verbreitet. Er arbeitet sich immer weiter nach Norden vor. Der Maiszünsler gehört zu den Kleinschmetterlingen, zu den Zünslern. Er ist sehr unscheinbar gefärbt und hat ungefähr eine Spannweite von 3 bis 3,5 cm. Die Schmetterlinge, die Falter, fliegen im Mai, Juni in die Maisbestände ein. Dort legen die Weibchen ihre Eier auf die Blattunterseite. Ein Weibchen kann bis zu 1000 Eier legen. Und diese Eier werden in kleinen Häufchen angeheftet an die Blattunterseite. Und nach circa einer Woche schlüpfen die Raupen, die nur wenige Millimeter groß sind. Und die beginnen gleich zu fressen an den Blättern. Und das passiert aber nur eine sehr kurze Zeit. Und anschließend wandern sie sofort in den Stängel. Und dort fressen sie im Stängelinneren das Mark heraus. Und das führt natürlich dazu, dass die Maispflanze nicht mehr versorgt wird mit Wasser und Nährstoffen. Und der Halm wird auch instabil. Und die Folge ist, dass die Maispflanzen, die oberen Teile der Maispflanze abknicken. Die ausgewachsenen Raupen wandern dann im Herbst in die unteren Stängelbereiche, also oberhalb des Wurzelansatzes. Dort verspinnen sie sich und im nächsten Frühjahr verpuppen sie sich. Die Landwirte in unserer Region können mit den Maiserträgen trotz Wetterunbilden zufrieden sein. Immerhin wurden Durchschnittserträge von 100 Dezitonnen pro Hektar erreicht. Bleibt nur zu hoffen, dass es den Landwirten gelingen möge, größere Schäden abzuwenden, damit der Maisanbau nicht gänzlich aus unserer Landschaft verschwinden muss, wie das in anderen Gebieten Deutschlands schon der Fall ist. Denn nach wie vor zählt Mais zu den wichtigsten Nutzpflanzen im Nahrungs- und Futtermittelbereich.